Hallo, große Aufregung hier im Ort. Evakuierung steht an, beziehungsweise stand an. Also in einem kleinen Neubaugebiet wurde eine unbekannte Fliegerbombe gefunden, die heute entschärft werden sollte. Das heißt also, der ganze Ort komplett, ringsrum noch so ein paar Ränder von anderen Orten sollte komplett evakuiert werden. Weil Bombe muss entschärft werden oder abtransportiert oder wie auch immer. Und dann, meine Männer gehen ja zur Feuerwehr. Ich hätte natürlich auch weggemusst. Da habe ich schon gedacht, oh, was mache ich denn? Also ich hatte halt keine Lust, mich Sonntagmittag irgendwo bei einer Freundin einzuquartieren für 2 Stunden. Fand ich jetzt irgendwie doof. Da habe ich gedacht, naja, also ne, ich wollte dann halt irgendwie wegfahren und meinen Laptop mitnehmen und mich in die Sonne setzen, meinen Vlog schneiden und irgendwie so. Und dann kam sozusagen die Alarmierung mit Evakuierung entfällt, findet nicht statt, war nur eine Brandbombe, ist schon entschärft. Ja, auch gut, ne? Das heißt, wir haben jetzt den Tag unerwartet mehr Zeit als gedacht, was ja auch nett ist. Aber es war natürlich hier große Aufregung. Meine Schwiegermutter hat sogar angerufen, ihr seid im Fernsehen, im NDR, im Live-Ticker, Evakuierung wurde abgesagt. Sana, hier wohnt ja auch die Prominenz, das interessiert ja auch alle, ne? Was dann hier so los ist. Jo, wir sind heute Abend auf dem Geburtstag meiner Mama, da wird das Bild verschenkt. Ich berichte euch dann morgen, was sie gesagt hat. Ich kann es euch aber jetzt schon sagen, sie wird gesagt haben, oh, schön. Ja, soll man noch sagen, wenn man sowas geschenkt kriegt, ne? Ja. Jo, ich muss jetzt hier meine Videos noch ein bisschen weiter bearbeiten und dann mal gucken, was die Woche bringt. Jo, wir sind bei meiner Mama, haben gerade lecker Spargel gegessen und ihr werdet es nicht glauben, das Bild hängt schon. Und sie hat sich tatsächlich gefreut. Ja, dolle sogar. Oh ja, oh ja. Das passt auch total gut hier rein, ne? Wenn man das mal so mit der Gardine, also sieht jetzt hier auf dem Video aus, als wäre es viel zu klein für die Wand. Gut, es hätte auch ein Ton größer sein können. Ja, aber mein Gott, ne? Die Wand habe ich jetzt nicht ausgemessen vorher. Außerdem war es jetzt ja nicht geplant, dass es hier hinkommt, aber... Es passt da gut hin. Es passt gut hin. Ja. Aber man sieht jetzt hier nicht auf dem... Den Glitzer, ne? Nee, ach ja, gut, wenn man näher rangeht, ja. Gerade sie will dann hier demnächst irgendwie streichen. Wahrscheinlich streicht sie den Raum jetzt ockerbraun oder so. Ne? Dann passt das natürlich nicht mehr. Also bitte schön im Farbschema bleiben. Ne? Auf jeden Fall. Morning. Ich habe schon mal so ein kleines Lettering gemacht hier. Vorm Frühstück sozusagen. Wir haben im Freundes- und Familienkreis 2 Leute, die heute Geburtstag haben. Und wir haben uns entweder schon geteilt oder sind nur zu einer Feier gegangen oder erst da und dann da oder wie auch immer. Heute feiern keine von beiden. Ist auch sehr interessant. Das heißt, wir haben den 1. Mai ausnahmsweise mal frei seit Jahren. Ist auch sehr ungewöhnlich. Wir werden wohl zum Oldtimer-Treffen fahren. Das ist in Braunschweig am 1. Mai Oldtimer-Treffen. Inzwischen auf dem Harz- und Heidegelände, wenn ich mich nicht irre, gab es schon verschiedene Orte. Und mein Mann hat gesagt, der möchte da gerne Fotos machen für Instagram. Das ist doch auch nett, ne? Da mache ich Videos für YouTube. So, ist echt nett hier, muss ich sagen. Ich habe mal wieder festgestellt, dass mir diese alten Ami-Schlitten irgendwie echt am besten gefallen. Die finde ich am faszinierendsten.
schleichen immer Leute um mich rum. Wahrscheinlich, weil die so groß sind, so fett irgendwie und so geile Farben haben. Da stehe ich irgendwie voll drauf. Mein Mann, der fotografiert die Autos seiner Jugend, ne? Sind ja inzwischen auch Oldtimer. Aber was ich mal sagen wollte, was ich so richtig blöde finde, hier mal so ein Beispiel. So ein altes, keine Ahnung, was ein altes Auto. Ich finde es jetzt nicht so spannend, aber es mögen ja viele interessant finden. Aber wieso pinnen die alle so viele Plakate und Zettel und so an ihre Autos, dass man keine schönen Fotos machen kann? Wollen die nicht, dass die fotografiert werden? Sieht doch voll scheiße aus, oder? Also, das, wenn ich einen Oldtimer hätte, dann würde ich das anders machen. Ja, genau, die da haben da zum Beispiel auch einen extra Aufsteller. Oder ich würde das hier auf den Boden nageln oder so, ne? Aber das finde ich echt voll doof. So, wir haben jetzt das Oldtimer-Treffen schon mal verlassen, weil wir alles gesehen hatten eigentlich, ne? Hat gereicht. Dafür sind wir jetzt hier noch eingekehrt und trinken noch eine kleine Latte Macchiato. Jo, es ist zwar Feiertag, aber ich sitze an meinem Arbeitsplatz, weil das passiert ist. Gestern ist mir der Zeigefingernagel abgerissen. Völlig schmerzfrei, also keine Panik. So der klassische Fall, ich habe schon gesehen, einen Tag vorher, dass der an der Seite so ganz leicht so ein bisschen eingerissen war. Also man sah eigentlich nur so einen haarfeinen Streifen auf der oder in der weißen Farbe und habe schon gedacht, oh, der ist eingerissen, das ist ja blöd. Musst du demnächst mal machen. Gestern, als ich so eine Folienverpackung aufgerissen habe, ist er dann ganz abgegangen. Meine Kundin hätten gesagt, der ist einfach abgegangen. Ich habe nichts gemacht. Weil die dann wahrscheinlich nicht sehen, dass da schon so ein kleiner Riss ist. Die gucken ja nicht so genau wie wir jetzt so auf die Nägel. Ne? Aber hat nicht wehgetan, ist einfach abgegangen. Gut, warum da jetzt ein Riss drin war, weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe jetzt auch nichts weiter bemerkt. Aber sieht echt ein bisschen... Sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Kinderfinger, ne? Ja, nun ja. Huhu. Ich versuche ja eigentlich jeden Monat mal wieder bei der Letter Attack Challenge von Frau Hölle mitzumachen. Ich verpasse aber irgendwie immer den Anschluss, ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, ich muss ja nicht so streng mit mir selber sein, wenn ich nicht jeden Tag was veröffentliche sozusagen, ist das ja auch nicht so schlimm. Und dann versuche ich das irgendwie immer so zu machen, dass ich mir nicht angucke, was die anderen gemacht haben. Was ja eigentlich auch nicht geht, weil das, was dann... Also vielleicht sollte ich erstmal kurz erklären, was das ist. Letter Attack Challenge. Frau Hölle, die ist ja so die Lettering Queen in Deutschland, würde ich mal sagen. Oder eine, die ich kenne. Und die hat auch so einen Lettering Guide rausgebracht, den ich mir auch gekauft habe. Da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Und diese Challenge läuft bei Instagram. Das heißt also, es gibt für jeden Tag einen Begriff oder einen Satz, den man dann lettert und bei Instagram veröffentlicht und dann mit dem Hashtag LetterAttackChallenge versieht. Und dann landet das ja alles unter diesem Hashtag auf der Seite. Und das wird dann ja immer erst an dem Tag veröffentlicht, an dem das Thema dann auch dran ist. Und ich versuche mir das halt irgendwie immer selber auszudenken. Natürlich hat man Inspirationen irgendwo im Hinterkopf, aber ich versuche das eigentlich so hinzukriegen, ohne mir irgendwie irgendwo was abzugucken, weil dann ist es ja für mich keine Challenge mehr. Und morgen, also am 4. ist irgendwie, möge die Macht mit dir sein. Da ist irgendwie, oder heute ist Star Wars Day oder morgen oder irgendwie so. Und dann kann ich ja nur sagen, es gibt ja nichts Schwierigeres als per Hand einen Stern zu zeichnen. Ah,
da quäle ich mich jetzt irgendwie schon die ganze Zeit mit. Schon 95.000 Mal radiert. Ich will aber auch keine Vorlage verwenden. Ich möchte das so. So. Okay, ich habe es halbwegs hingekriegt, wie ich mir das vorstelle. Jetzt muss ich das nur noch nachzeichnen und gucken, ob es dann immer noch gut aussieht. Obwohl, jetzt, wenn ich jetzt durch die Kamera gucke, ist das M hier viel weiter raus als das T. Wenn ich mir das jetzt so angucke, finde ich das eigentlich mal wieder ziemlich gut. ich habe sowas auch noch nie gemacht, jetzt mal im Ernst. Also man kann immer noch erkennen, dass es ein Stern sein soll, auch wenn ich das wegradiere. Oder? Man kann es auch lesen. Ich traue mich jetzt allerdings nicht, da das eine oder andere noch dicker zu machen. Das würde ich noch cooler finden. Wenn das noch dicker wäre, das macht auf jeden Fall. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich es dann vergurke. Ich warte noch einen Moment, radiere dann die Linie weg, mache dann morgen Foto und vielleicht verbessere ich es dann noch. Dann kann ich es nicht mehr verschlimmbessern, dann ist es eh egal. Aber eigentlich finde ich es ganz cool. Ach, ich bin so gut. So, es ist jetzt Freitagnachmittag hier, die Woche ist vorbei. Ich habe die letzten zwei Tage mit intensivem Lesen verbracht. Ihr werdet jetzt nicht darauf kommen, um was es sich handelt. Ich werde es jetzt auch nicht erzählen. Aber ich würde mal sagen, ich habe heute etwas Großartiges gemacht. Und ich werde euch nächste Woche erzählen, was das war. Oder vielleicht erst übernächste Woche. Mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Restsonntag, eine schöne nächste Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen oder über einen Kommentar. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.